Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Crusader Kings 3. In der letzten Folge hat unser Jarl Bart klein gegeben. Sein Onkel und ja, ehemaliger Vasall, Jarl oder jetzt Jarl, vorher Häuptling, Hörrekre, hat es geschafft und konnte Halogaland übernehmen. Ja, und Jarl Bart ist natürlich jetzt immer noch ein Jarl, weil er das Jarl Prenderlöck gegründet hatte. Hat jetzt allerdings nur noch ein Jarltum, was aus zwei Provinzen besteht, aus zwei Baronien. Und er ist natürlich deutlich geschwächt durch diese Situation. Aber es ist natürlich nicht nur er, den diese ganze Geschichte betrifft, sondern auch seine Frau, Oberhäuptling Alfilde. Ja, sie ist außer sich. Ihre ehrgeizige und zornige Art, und dann auch noch ihre Paranoia haben sie wahrscheinlich auch zum Trunkenbold werden lassen. Und sie will natürlich mehr. Und sie sieht in ihrem Mann vielleicht auch momentan nichts als einen Schwächling und versucht ihn zu beeinflussen und versucht weiter auf ihn einzureden, dass er doch sein Schicksal selbst in die Hand nehmen sollte. Und nicht nur sein Schicksal, das Schicksal seiner ganzen Familie. Ja, und ja, das hat er auch schon getan. Man muss sagen, er befindet sich momentan im Krieg gegen die Samen. Und versucht den samischen König Baivi, den Törichten, gefangen zu nehmen, um den Samen eine kleine Lektion zu lehren, da ein Häuptlingstum von den Samen, und zwar hier Jokmok und der Häuptling Aegisari, hat ja immer wieder unsere Ländereien überfallen, Familienmitglieder entführt und unsere Städte verwüstet. Und ja, hinterhältig wie unser Onkel war, hat er, während wir uns im Krieg befanden, ein Unabhängigkeitskrieg, oder er wollte ihn anfangen, und aus der Situation heraus hat Jarl Bart dann klein beigegeben. Aber er wird sich das nicht gefallen lassen, denn wir dürfen nicht vergessen, er hat seine, ja, unleidliche Frau im Nacken, die ihn doch schon mehrere Male stark beeinflusste. Okay, und noch befinden wir uns aber, wie gesagt, im Krieg gegen die Samen. Und den müssten wir jetzt erstmal zu Ende bringen, bevor wir überhaupt uns um andere Angelegenheiten kümmern können. Denn die Samen sind nicht schwach. Wir sehen es hier, sie haben 1350 Mann. Und ihre Verbündeten, die sie auch schon in diesen Krieg gerufen haben, die Gardariki, sind ebenfalls mit 2300 Mann eine Nation, die man nicht vernachlässigen sollte. Und ja. Wir haben zwar einen Kriegsstand von 92%, aber der Krieg ist dennoch noch nicht gewonnen. Und gut, dann steigen wir hier jetzt wieder ein bei der Belagerung von Pchenga, die noch 6 Monate dauern wird. Ich vergaß, unsere Verbündeten sind natürlich auch mit in diesen Krieg getreten. Wir haben ja einmal das Jarltum von Zealand und dann noch die Westfold, welche sich auch hier befindet. Zwei ziemlich starke Verbündete, wobei in der letzten Folge ist auch etwas Tragisches mit Zealand passiert. Und zwar gab es dort eine Spaltung des Reiches durch den Tod des einstigen Herrschers Jarl Sigurd Schlangenauge. Und jetzt sind seine Söhne Knut und Hörrekre, oh, der heißt genauso wie unser Onkel, ja, die sind jetzt hier an der Macht. Und wir sind natürlich nur noch mit Zealand verbündet, mit Skane nicht mehr. Okay. Ah, jetzt noch 3 Monate. Unser Oberhäuptling fördert die Ritterlichkeit. Ja, 75 Prestige gibt's. Also sie steuert ihren Teil auch dazu bei. Es ist nicht so, dass sie nur ja, auf unseren Mann, auf ihren Mann einredet, sondern sie ist auch aktiv dabei und hilft uns aus mit immer wieder Kleinigkeiten. Und gibt uns dann zwischenzeitlich auch immer mal wieder so einen kleinen Ruck. Gut, 2 Monate noch. Naja, ich glaube, da kommt nicht mehr ganz so viel. Die Armee der Samen war auf dem Weg nach Süden, als wir sie das letzte Mal hier schlugen. Und was ist hier? Der Krieg wurde annulliert. Okay, der Krieg endet unentschieden, weil der König wie der Erste gestorben ist. Trank sich zu Tode. Okay, naja, gut.
Das ist Jarl-Bard. Die Geschichte dieses Jarls ist wirklich eine extrem deprimierende, wenn man das so sagt, ja. Also, es ist der Wahnsinn. Egal, was dieser Mann anfasst, es geht alles schief. Ja, man kann das wirklich so sagen. Jetzt ist dieser Krieg zu Ende, weil der einstige Herrscher gestorben ist. Und jetzt haben wir hier König Baivi den Zweiten, mit dem wir natürlich keinerlei Probleme haben. Und ja. Gut, dann werden wir unsere Armee auflösen. Und, oh, ein Ratsmitglied ist ebenfalls verstorben. Und zwar Soja, unser. Was war sie denn? Unser Ratsspitzel, verstehe. Na, da schauen wir mal direkt, wen wir da einsetzen können. Ja. Unsere Höflinge sind nicht mehr so talentiert, dass man jetzt sofort sagen müsste, den sollten wir da reintun. Wobei Eirikre, ein furchtloser Empathiker, er ist ein undurchschaubarer Intrigenspinner, gleichzeitig ein tapferer, bescheidener und mitfühlender Mensch. Ja, dann geben wir ihm die Chance, sich zu beweisen. Ja, okay. Gut, wie geht es jetzt weiter? Also wir haben in der letzten Folge auch bemerkt, na gut, jetzt ist unser Ratsspitze gestorben, mal gucken, wie es jetzt aussehen würde, dass, ja doch, es sieht immer noch ganz gut aus, dass ein Mord an unserem Onkel tatsächlich eine Möglichkeit wäre, um uns zumindest in gewisser Weise zu rächen. Nun ist es allerdings so, dass unser Herrscher ein gerechter Mensch ist, der auch noch so stark melancholisch ist, dass er sich vielleicht sagt, das wird sowieso nicht klappen. Das will ich gar nicht erst versuchen. Nun möchte ich aber, dass wir da, wie wir das schon einige Male gemacht haben, denke ich, dass seine Frau da vermutlich schon ganz schön anders drüber nachdenkt, weil sie ist auch eine undurchschaubare Intrigenspinnerin. Zornig, ehrgeizig und paranoid. Sie wird sich vielleicht denken, ja. Dein Onkel, der hat sich jetzt schon den größten Teil deines Reiches angeeignet. Der will bestimmt auch noch den Rest haben. Du musst da was gegen tun. Und ja, militärisch ist das schwierig. Wir sehen es hier. Ob das eine Möglichkeit ist. Nun ja, jetzt haben wir hier den neuen Ratsspitzel. Mit einem gar nicht mal ganz so guten Wert. Ja. Weil im Endeffekt ist es nichts weiter außer Rache. Haben wir denn andere Möglichkeiten? Ich meine, wir haben immer noch Verbündete. Westfold und Sogen. Mit Sjelland sind wir direkt auch gar nicht mehr verbündet. Oder sehe ich das falsch? Nein. Aber wir könnten vielleicht noch mal eins anfragen. Oder? Nein, das geht auch nicht. Okay. Das finde ich jetzt komisch. Warum würde das nicht gehen? Haben wir nicht diesen. Wo waren wir vorher? Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Genau. Ja. Ja. Unser Herrscher ist ein Folterer. Das ist schwierig jetzt. Also ich. Zwilling. Ich meine, er ist auch schon 51. Wie lange wird dieser Mann denn noch leben? Seine Gesundheit ist in Ordnung. Was ist sein Sohn für jemand? Er ist auch melancholisch. Arrogant, gerecht und schüchtern. Ja, und danach hätte er noch einen Sohn, der ebenfalls erben könnte. Ein Lüstling. Ruhig, treuherzig. Er hat einen unserer Häuptlinge auf seinen Verbündeten. Ja, okay. Also es gibt zwei Möglichkeiten, die wir hier machen könnten. Entweder wir rächen uns einfach an ihm und sind damit zufrieden, dass wir jetzt einfach noch Brenderlök haben. Was unter Umständen eine bescheidene Melancholie widerspiegeln könnte. Oder
Wir greifen zusammen mit unseren Verbündeten an und holen uns wieder, was uns zusteht. Das wäre eindeutig dann unserer Frau zu verdanken, wenn wir diesen Schritt wagen würden. Ich glaube, ich werde das auswürfeln. Denn eins steht fest, wir können jetzt nicht tatenlos hier zusehen, selbst wenn jemand wie unser Jalbart faul und bescheiden ist und auch melancholisch, selbst der wird sich nicht so leicht unterbuttern lassen. Immerhin ist er ein Jarl, ein Nordmann. Ja, also, okay, ich werde das jetzt auswürfeln. Der erste Wurf wird jetzt abstimmen, ob es der Mord wird, den wir versuchen, oder ein Angriff, dass unsere Frau auf uns einredet. Okay. Ich habe eine 5 gewürfelt, das heißt, unsere Frau hat uns beeinflusst und wir werden uns Mut fassen und werden unsere Truppen sammeln und werden gegen unseren Onkel auf das Schlachtfeld ziehen. Ja, okay. Das wird jetzt auch spannend. Wir haben durchaus zwei ziemlich starke Verbündete, Sogen und die Westfold. Und wir sehen gerade Häuptling Schönhaar, 52 Jahre alt. Dem geht es zwar noch ganz gut, aber er ist natürlich auch nicht mehr der Jüngste. Häuptling Alfgeier. Ja, dem geht's auch noch okay, aber er ist verwundet. Wahrscheinlich durch den letzten Krieg, wo sie uns auch unterstützt haben. Nun gut, wollen wir vielleicht vorher nochmal ein Kriegsvolkregiment erschaffen? Aber ich sehe gerade, wir haben nur plus 0,3 im Monat. Wird nicht ganz so funktionieren. Dennoch warten wir jetzt mal 1 oder 2 Monate ab. Denn wir müssen unsere Truppen auch mal etwas regenerieren. Und wir gucken vielleicht mal, haben wir noch eine Tochter, die wir verheiraten können? Ne, sie sowieso nicht. Sie war mit. Moment, das muss ich nochmal gucken. Haus Ingling, war das die Westfold? Ja. Und unsere dritte Tochter. Sie ist noch nicht verheiratet. Das ist schon mal gut. Dann können wir uns ja nochmal umgucken. Und ehrlich gesagt, dachte ich daran, dass wir mal schauen, wie es mit dem Sohn vom Jarl Dag ist. Denn Uppland wird unglaublich stark. Sie führen gerade einen Krieg gegen Schweden und sie haben sehr gute Chancen, diesen Krieg zu gewinnen. Wenn wir uns den mal genau angucken. Jarl Dag ist verbündet mit Jamtaland und Dehabeut und sie bringen fast 3000 Truppen aufs Feld, während die Schweden extrem geschwächt sind und nicht mal mehr 800 aufs Feld bringen können. Ja, mal gucken, ob er das annehmen würde mit seinem Sohn. Würde er nicht, aber es fehlen nur 3 Punkte. Wir könnten ihn beeinflussen, 32%. Na, wir können es ja mal beginnen und gucken, was passiert. Aber in so einer Situation denke ich, dass wir ein Geldgeschenk durchaus mal schicken könnten. Vor allem, da wir jetzt nicht unbedingt auf unsere Finanzen achten. Also, ich schätze ja Bart nicht so ein, dass er ja Gold besonders schätzt. Ihm liegen andere Dinge am Herzen. Und deswegen können wir diese 47 jetzt einfach mal investieren und schauen uns das dann nochmal, ob das jetzt klappt. Da ist Oblönd. Wir wollen den Sohn Heirat arrangieren mit der Tochter und er wird es annehmen. Hervorragend. Ja, matrilineal wäre natürlich noch besser, aber da wollen wir natürlich nicht übermütig werden. Wir werden diesen Vorschlag abschicken. Und er hat ihn bereits angenommen. Sehr schön. Und ja, ich gehe sehr, 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 sehr stark davon aus, dass Schweden in naher Zukunft zwar noch existent sein wird, aber nicht mehr unter dem König Halsten. Gut. Ja. Alles klar, dann haben wir einen weiteren Verbündeten, eine weitere Rückendeckung. Einen Monat warten wir jetzt noch und dann geht es unserem Onkel in einem hoffentlich finalen Schritt endlich an den Kragen. Und wir werden in den Krieg gerufen. Ja, okay, alles klar. Ich habe ehrlicherweise, muss ich zugestehen, schon fast drauf gewartet. Er will uns jetzt natürlich in diesen Krieg gegen Schweden rufen und will vielleicht auch schauen, inwiefern wir zu ihm stehen jetzt. Ja,
Da bleibt uns nichts anderes übrig, als das anzunehmen. Machen wir uns nichts vor, Schweden ist auch ohne unser Wirken besiegt. Da gehe ich stark von aus. Schauen wir uns das nochmal genau an. Ja, ihr seht's, also Schweden ist fast zur Hälfte besetzt. Ah, ganz geschlagen sind sie noch nicht. Die 2000 Mann von Uppland stehen hier rum. Bewegen sich gerade nicht. Und hier wird aber was belagert. Das ist natürlich auch extrem ungeschickt. Ja, schicken wir unsere Männer da noch hin. Ja, ich glaube, dass Jarl Barth vielleicht so ein bisschen Sorge hat, dass sein Einmarsch in Hallorgaland nicht so ganz klappt. Und vielleicht auch Angst hat, dass seine Verbündeten nicht kommen. Und außerdem, ja, ist er bescheiden genug, um seine Ziele vielleicht ein Stück weit zurückzustecken, um andere zu unterstützen. Besonders dahin, das dann auch deutlich stärker machen würde. Und daher helfen wir dann jetzt erstmal den Uplöndern. Das stärkt uns in gewisser Weise natürlich auch. Wenn unsere Verbündeten stark sind, sind auch wir stark. Gut, dann marschiert unsere nicht ganz so starke Armee jetzt erstmal Richtung Schweden. Und schauen wir uns das genau an hier. Also, gut. Wir haben hier 2100 Mann, die sich momentan nicht bewegen. Ja. Was geht hier vor? Warum stehen die da einfach rum? Hier findet eine Schlacht statt. Ja, es sieht so aus. Ah, könnte schon knapp sein. Da ist der feindliche Kommandant gestorben und dadurch konnten sie die Schlacht jetzt für sich gewinnen, wie es ausschaut. Oh, es ist aber wirklich eine knappe Geschichte hier mit der Schlacht. Moment, was haben wir hier? Oberhäuptling und Ratspitze kooperieren. Ja, da hat unsere Frau uns wieder unterstützt und Eirekra hat dadurch 30 Meinungen von uns gewonnen. Ja, unsere Frau, die merkt so langsam, dass es eng wird und gibt jetzt auch ihr Bestes. Es scheint mir so, als wenn die Fronten hier wirklich zum Stillstand gekommen wären. Ich frage mich nur, warum. Wir marschieren mal zur verbündeten Armee. Was ist hier wieder passiert? Mündel profitiert von Unterweisung des Ehepartners. Ach ja, unsere Tochter Karin wird von Alfhildre unterrichtet. Okay, hier kommt es erneut zu einer Schlacht. Wir werden diesmal teilnehmen und das erste Mal unsere Verbündeten unterstützen. Und was passiert hier? Die Westfold ruft uns in einen Krieg gegen Sjelland. Okay, das wird langsam unangenehm. Westfold 1400. Ah, den Krieg könnten sie tatsächlich gewinnen. Ja. Sjelland hat Jamtaland als Verbündeten. Das ist natürlich jetzt wieder eine Geschichte, die auch uns sehr betrifft, da es unsere Nachbarn sind. Ja. Ja, das ist das Problem, wenn man selber schwach ist und sich um Verbündete kümmern muss und die einen dann in einen Krieg nach den anderen werfen. Ich meine, das kostet uns einiges an Ruhm, den wir auch gar nicht haben. Also im Prinzip sind wir dazu gezwungen, das anzunehmen. Ja, wir nehmen es jetzt einfach mal an und hoffen, dass wir uns aus dieser Geschichte zum größten Teil raushalten können. So, eine weitere Schlacht wurde geschlagen. Aber keine besonders wichtige Schlacht, wenn wir ehrlich sind. Okay.
Ich würde mal sagen, dass wir dann jetzt vielleicht einfach mal zur Hauptstadt gehen und diese belagern. Das gibt uns viele Verluste. Nein, wir bleiben hier und belagern. Ja, belagern diese Ortschaft. Na, was kommt hier? Ne, die hauen einfach nur ab.4 Monate. Ja, hier ist natürlich jetzt ganz schön was los in Skandinavien. Und irgendwie haben wir es geschafft, in allem verwickelt zu sein, obwohl wir voraussichtlich eine der schwächsten Nationen hier sind. Das ist ganz schön hart. Okay, aber wir haben den nächsten Sieg davongetragen. Dieses Gebiet gehört nun auch und wir haben schon 75% Kriegsstand und ja, warum sollten wir? Ne, Moment, wir gehen am besten mal hier oben hin, denn da sieht es mir so aus, als wenn wir dort belagern können, ohne groß Widerstand von unseren Feinden zu erwarten. Ich meine, wir haben 420 Mann, wir müssen vorsichtig sein und wir haben einen neuen Vorzug, den wir wählen können. Oh, das ist natürlich eine Sache, die betrifft die Halbart absolut. Treue und Respekt, Meinung des Ehepartners plus 50. Und Werte durch Ehepartner-Ratsaufgaben plus 25, das ist hervorragend. Das passt auch sehr, sehr gut ins Rollenspiel. Aber wenn wir auch gleich mal direkt gucken, inwiefern unsere Frau uns unterstützen könnte. Ja. Im Ränkespiel wäre das schon eine Sache, weil unsere Frau ist natürlich genauso. Moment, unsere Frau nochmal weg. Ja, genau, wir waren Ränkespieler. Und jetzt unterstützt uns sie im Ränkespiel, was uns, schauen wir uns das vorher nochmal an, 5. Oder hätten wir 11? Okay. Und jetzt kommt nämlich ein neuer Aspekt zu tragen. Ich meine, wir sind jetzt im Krieg. Aber warum sollte unsere Frau uns nicht ins Ohr flüstern, dass gerade weil wir im Krieg sind und unser Onkel das letzte Mal schon gemacht hat, nicht jetzt wieder irgendwas gegen uns unternehmen will? Er ist ein analytischer Schurke, das würde auch zu ihm passen. Und ja, ich glaube, ich werde jetzt nochmal die Würfel in die Hand nehmen. Denn ich glaube, unsere Frau versucht uns mitzuteilen, dass unser Nachbar noch nicht fertig ist mit uns und dass wir vielleicht doch einen Auftragsmörder losschicken. Und ja, Jalbart ist vielleicht auch. Ja. Ich glaube, das würfeln wir nochmal aus. Okay. Ich habe eine 3 gewürfelt. Und unserer Frau gelang es leider nicht, uns zu überzeugen. Jalbart, ups, jetzt habe ich mich verklickt. Jalbart ist in seiner gerechten Art und Weise, ja, nicht bereit, einen Auftragsmörder loszuschicken. Da kann seine Frau noch so viel auf ihn einreden. Und jetzt ist sie, war sie das schon vorher? Oder ist sie jetzt auch erst reizbar geworden? Ja, das passt. Die beiden, die keifen sich wirklich an. Ich glaube, das passt. Ja, eine schrecklich nette Familie, möchte ich jetzt fast sagen. Gut. Wir fangen mit unserer Belagerung an. 10 Monate, das ist natürlich krass. Sie haben 400 Mann hier. Ja. Oh, 7 Monate noch. Wir haben zwei Belagerungsereignisse gehabt, die uns in die Hände gespielt haben. Haben wir schon 80% Kriegsstand. Und was ist denn hier? Ein Schwede kämpft gegen 800 Mann. Und es ist ein Jarl. Okay. Unsere Belagerung dauert noch 3 Monate. Und es könnte sein, dass es nicht mehr ganz klappt. Wir haben nur noch 400 Mann. 406. Ah, Leute, das ist natürlich. Moment, wer ist jetzt hier verstorben? Ziki.
oder Chicky. Sie ist in unserem Kerker verstorben. Eine Jungärztin. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wer das war. 47. Starb an Unterernährung. Ja, okay. Haben wir vielleicht noch jemanden? Ja. Wer ist denn hier noch in unserem Gefängnis? Oh. Biela Kilit. Die Wahnsinnige. Genau, das war ja die, wo wir dachten, dass sie die ehemalige Königin der Samen gewesen wäre. Und oh. Ja, stimmt. Hier ist ja auch noch was passiert. Nee, Moment. Was war denn das jetzt für ein Bild? Die haben ja einen König. Naja gut, was auch immer ich da jetzt gerade gesehen habe. Ja, okay. Oh, hier sind 2000 Mann der Samen. Was ist denn jetzt da los? Haben die den ver... Tatsächlich. Die Schweden haben nochmal Verbündete bekommen. Und zwar die Samen, die mit über 2100 Mann hier nochmal reinmarschiert sind. Und was ist jetzt hier? Wollen uns diese Räuber tatsächlich attackieren? Ja, aber sie konnten uns nicht besonders viel anhaben. Aber sie haben natürlich jetzt unsere Belagerung gestoppt. Dadurch, dass wir jetzt unter 400 Mann haben, aber noch 400 Mann Garnison vor Ort ist, schaffen wir es nicht weiter zu belagern. Das ist natürlich jetzt äußerst doof. Ja. Jarlbart, wann ist deine Unglückssträhne endlich vorüber? Wird es dein Tod sein, der diese Strähne endlich beendet? Das ist ja Wahnsinn. Okay. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als uns zurückzuziehen. Und... Okay, ja, gut, lässt sich nicht verhindern. Und die upländische Armee steht weiter hier rum und tut gar nichts. Das scheint mir fast etwas verbuggt zu sein. Und wir werden uns hierhin zurückziehen. Wir werden nicht in die Arme laufen der upländischen Armee. Und, oh, seht, jetzt, nachdem sie die ganze Zeit dort herumstand, sucht sie das Weite, damit sie von den Samen nichts vernichtet wird. Und wir haben hier noch jemand, tritt diesem Krieg bei. Das ist die Haltung von Jylland. Ja, also ich. Spätestens jetzt ist ganz Skandinavien in einen Krieg verwickelt oder in mehrere Kriege. Wahnsinn. Okay. Ja, wir ziehen uns jetzt wieder komplett zurück. Wir können mit unseren 420 Mann einfach nicht großartig unterstützen. Wir werden mal gucken, ob wir uns mit der upländischen Armee zusammenschließen können. Denn wir haben durchaus noch Manpower. Naja, die muss nur weise eingesetzt werden. Aber sie tun es momentan nicht. So, und jetzt können wir uns an diese Armee ankoppeln. Und zwar an diese. So. Jetzt sind es 1700 Mann, die hier marschieren. Okay, und jetzt bewegt sich die Armee auch tatsächlich. Und vereinigt sich sogar. Ich meine, wir haben immer noch 75% Kriegsstand. Und was ist jetzt mit den Samen? Warum gehen die jetzt nach Sjelland? Sind die dort auch in diesen Krieg verwickelt? Bornholm? Bornholm ist schwedischer Unterwerfungskrieg. Okay. Ist nicht weiter relevant für uns, glaube ich. So, wenn jetzt sich eine von beiden Armeen bewegen würde, ja, diese Armee müsste jetzt hier nach unten marschieren. Das sind aber auch wirklich schlechte Befehlshaber. Ich glaube, das kann man nicht anders sagen. Ja, da konnten wir nicht beeinflussen, aber das können wir nicht auch abbrechen. Wir sind ja jetzt verheiratet. Und sie ziehen sich einfach weiter zurück. Eieiei.
sprudelnde Wut und es geht um unsere Frau, ja? Ja, ihr seid Jarl, aber ihr seid außerdem ein aufgeblasenes Schwein, das seinesgleichen sucht. Dass meine Gemahlin Oberhäuptling Alfilde so grundlos in Wut ausbricht, kommt aus heiterem Himmel. Zugegeben, sie hat derzeit wirklich andere Hände voll zu tun, aber ein solches Verhalten... Ja. Also das passt ja jetzt wie die Faust aufs Auge. Ich meine, wir wissen, warum sie so sauer ist. Jalbard scheint es allerdings nicht zu begreifen. Ist er vielleicht etwas begriffsstutzig oder ich weiß nicht. Aber das kommt nicht von ungefähr und ich glaube, jeder weiß, warum sie so sauer ist. Sie hat alle Hände voll zu tun, ja, weil sie uns unterstützt. Und ja, wir mit unseren Eigenarten, aber nicht besonders, ja, man muss es so sagen, ein nicht wirklich besonders talentierter Jarl sind. Dass sogar sie Probleme hat, das beruhigt mich ungemein. Naja, das finde ich natürlich auch krass, aber ich meine, immerhin verlieren wir Anspannung dadurch, auch wenn wir kaum welche hatten. So, die Belagerung geht noch 4 Monate. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es auch mit dieser Belagerung dann letzten Endes diesen Krieg zu beenden. Aber die Samen kommen und die Belagerung wird abgebrochen. So, und jetzt ist ein Kampf ausgebrochen. Und die 1600 Mann gehen noch rein, aber sie sind nicht pünktlich vor Ort. Und die andere Armee zieht sich zurück. Ach, es ist ein Trauerspiel. Ja, ich glaube, dass ab diesem Punkt unser Ratsmarschall Amod Umbeye, der ja ein durchaus erfahrener Mann ist, uns vielleicht langsam zuflüstert, dass wir ja unsere Armee heraushalten sollten, weil die opländischen Befehlshaber ganz offensichtlich ein stümperhaftes Verhalten an den Tag legen und sich gegenseitig ausspielen. Das muss man so sagen. Vielleicht sind sie auch einfach zu stolz, um gewisse Dinge anzuerkennen, aber das ist ja nun wirklich keine Art, einen Krieg gut und vernünftig zu führen. Ja, da müssen wir jetzt die Daumen drücken und hoffen, dass das in der nächsten Folge sich vielleicht doch noch zum Guten wandelt oder ob weiter gute Männer auf dem Schlachtfeld verschwendet werden. Okay, bis dahin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Sammy, ciao!